Holla die Waldfee an alle nicht ganz dichten Menschen da draußen, die sich um 15.40 Uhr vor die Bildschirme setzen, um sich anzutun, wie meine Wenigkeit sich das hier antut. Ich weiß nicht, was euch geritten hat, dass ihr hier seid. Ich finde das natürlich super klasse, mega hammer geil. Aber wir sind alle wahnsinnig. Ich sag's wie es ist. Der ganze Spaß hier im Übrigen kommt auch auf YouTube. Diesmal ziehe ich das wirklich durch. Versprochen. Nicht so wie bei Hogwarts Legacy. Das Spiel war aber auch einfach nicht gut genug. War noch lange nicht so schlecht wie der Formel 1 Manager 2024. Das ist eine ganz andere Kategorie von FIFA schlecht. Aber ja. Elden Ring soll ja bekanntlich sehr gut sein. Lies of P hat mir mega gefallen. Dementsprechend kann es ja eigentlich, wie sagt man, jetzt muss ich schon, jetzt habe ich schon Frosch im Hals. Oder wie ein Franzose sagen würde, ich habe eine Katze verschluckt. Oder so. Keine Ahnung, ich bin kein Franzose. Naja. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir gehen rein in dieses fantastopalösische. Hilft mir irgendjemand? Mein Hirn macht wieder Sachen. Dieses fantastopalöses Abenteuer. Wir werden jetzt so bis kurz nach 6 streamen. Ja, wir werden bis halb sechs, bis um 6 streamen. Dann werde ich ein bisschen, World of Warships im Clan Wars spielen. Ohne euch. Das tut mir schrecklich leid. Aber da sind andere Leute mit dabei, die wollen vielleicht nicht gestreamt werden. Außerdem ist das ja halb professionell, semi-professionell, eigentlich gar nicht professionell, was wir da tun. Aber ja. Wir werden einfach dann, wenn ich durch bin, so um 11, also 23 Uhr, weiter streamen. Und dann mal schauen, was bei rumkommt. Gut. Ich muss wahrscheinlich ins Spiel tappen, oder? Ja. Bin gehypt. Helligkeit anpassen. Ich habe das Spiel im Übrigen noch kaum angehabt. Dass ich rechts kaum noch was sehen kann. Okay. Das passt sicherlich alles. Ich bin nicht müde. Wir lassen das einfach mal alles ab Standard. Oh. Was mir auffällt. Der Charakter muss ein Zentimeter weiter nach rechts. So. Jetzt perfekt. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir hier tun werden. Ich habe, also, wie soll ich sagen? So gut wie keine Erfahrung mit Elden Ring. Ich habe so ein bisschen Streams aufgepasst, so ein bisschen das DLC mal angeguckt. Aber nicht wirklich irgendwas großartig angeschaut. Das heißt, wir werden sehr, sehr, sehr blind hier reingehen. Ich will ja auch nicht sagen, ich weiß nicht, worauf ich gehen will. Kein blassen Schimmer. Ich
weiß nicht, also so ein bisschen was weiß ich, was stark ist. Da gibt es so eine Sense, die witzig ist oder so. Aber ich habe an sich keinen blassen Schimmer. Geschick sieht eigentlich nach einer sehr witzigen Sache aus. Magie finde ich auch witzig. Ja. Also, man hätte sagen können, ich hätte mich besser vorbereiten können, was ich aber nicht getan habe. Und warum soll ich das Spiel nicht auf dem hier anfangen, also als Bettler? Warum eigentlich nicht? Aber so ein... Ja, Vorbereitung ist für Langeweile, ganz genau. Ich glaube, ich nehme einfach den Bettler. Ja, ich bin nie vorbereitet. Wie nennen wir uns denn? Ich nehme den Bettler und mal schauen, was bei rumkommt. Ich hätte ja schon Lust auf einen Magier. Aber ich habe keine Ahnung, wie Magie in diesem Spiel funktioniert. Warum habe ich bei Schlangen plötzlich einen Vorbau? Okay, sind wir halt muskulös. Ich habe allerdings... was macht das denn? Ich habe allerdings, was so die Story angeht, sozusagen ein React geschaut mit Henno oder von Henno auf Henno. Nein, Henno hat reacted auf die Zusammenfassung der Elden Ring Lore auf Schwäbisch. Das war ein endgeiles Video. Über die maximale LP. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Das ist cool. Das inzwischen dann verbessert angeblich Heiligflaschen. Gegen Geist. Wurfobjekte. Was? Zwei Steinschlüssel. Okay, die Steinschlüssel findet man aber, glaube ich, auch. Nimm das. Mehr Runen. Hier steuere gerade im Übrigen mit Maus und Tastatur. Das ist eigentlich schon fast die richtige Bräune, muss ich sagen. So ist ungefähr mein Hautstatus. So viele Hautfarben. Das ist wie wenn ich einen Charakter male. Das ist schrecklich. Da sitze ich eine halbe Stunde davor und probiere aus, welche Farbe passt am besten. Sieht gut aus. Oder? Kann ich ranzoomen? So ein bisschen, ja. Boah, das passt. Oh je, das kann ein bisschen dauern. Hallöchen, Kilua. Was verändert sich hier? Ich sehe keinen Unterschied. Ah, jetzt doch.
Wenn man das langsam macht, sieht man einfach keinen Unterschied. Das sieht echt gut aus. Nein, wir bleiben bei dem. Scheinbares Alter. Okay, lassen wir auch einfach so. Ja, das ist natürlich eine clevere Idee, wenn man das vor dem Stream macht. Aber ich schiebe jetzt einfach so ein bisschen am Regler rum. Und ich drücke nicht ständig die falsche Taste. Das passt. Wisst ihr, der sieht gar nicht so hässlich aus. Für eine von meinen Schöpfungen sieht er sehr gut aus. Meine Frisur aktuell? Eher sowas. Sowas würde ich mir gerne in echt machen, aber das kann ich einfach nicht. Ja, das ist mehr oder minder das, was ich trage. Was sieht gut aus? Das sieht eigentlich echt gut aus. Ich glaube, das passt vom Vibe am besten. Dann nehmen wir das. Glanz und Gloria. Dunkel. Ja, das passt. Geile Frise. Ich hoffe im Übrigen, dass alles flüssig bei euch läuft. Alles, was mir OBS sagt, ist top. Meine CPU ist bei 0% Auslastung. Nein, keine Glatze. Wir wollen keine Bärte. Wir wollen keine Bärte. Damit. Das passt. Das passt. Das passt auch. Okay. Oh. Bauch. Nehmen wir das. Das sieht man eigentlich eh nicht, was ich gerade einstelle. Also... Ich meine, wir tragen sowieso dann sehr schnell eine Rüstung. Alle die wichtigste Region. Mhm. Ja, sieht gut aus. Wir speichern ihn einfach mal. Gut. Das passt auch sicherlich, ja?
America the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Become the Elden Lord. Ja, so würde ich sagen, fängt unser großes neues Abenteuer an. Also, ich muss schon sagen, episch ist fast kein Ausdruck dafür. Kann ich bitte mal die Anzeige bekommen, was ich auf den Controller drücken muss? Irgendwo? X, okay. Nein, das war, ja, noch? Nein. Ich habe irgendwas gedrückt. Wie interagiere ich denn damit? Da. Dreieck. So eine Frage, wer hat sich die Steuerung wieder ausgedacht? Okay, leichter Angriff, schwerer Angriff. Was machst du? Anscheinend ein Zauber? Und was auch immer das ist. Okay. Nein, falsche Taste.
Das macht mich jetzt schon fertig. Ja, hallo? Ich habe eigentlich erwartet, dass es so ein Item ist, das mir, wie sagt man, dass die Gegner mehr Runen droppen. Elden Ring ist ja eins von den Spielen. Da ist nichts, oder? Wie bewerte ich das mit gut? Ja, okay, hätte ich vielleicht wissen sollen können. Warte mal. Okay. Ausweichen ist in dem Spiel wichtig. Nicht blocken. Nicht blocken. Ich bin von Lies of P ein bisschen geschädigt. Nicht blocken. Irgendwie fühlt sich das Spiel gerade sehr leise an. Ich klopfe nicht die Wand ab, nein. Das geht ja auch noch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, da runterspringen ist keine gute Idee. Oh je. Ja, also ich meine, so hin und wieder mal zu blocken, ist ja, gehört zum guten Ton dazu. Aber ich meine, Lies of P, sagen wir mal so, das hier hat dann nicht so existiert. Und ja, mein Seelentier ist eine kleptomanische Ratte. Ich muss alles einsammeln. Cool. Hallo. Okay. Okay. Ja. Ich glaube, man soll an dem Gegner sterben, oder? Sehr wahrscheinlich. Hey, ich habe ihn aber ordentlich gehauen, ja. So ist es nicht. Das Spiel kommt mir immer noch verdammt leise vor gerade. Soll ich es lauter machen? Oh, ein Rindvieh. Oder ein Pferd. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Wieso? Das ist Standard in Lies of P gewesen.
One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Also das einzigste Manko war, ich habe halt nichts zum Heilen dabei gehabt. Aber ansonsten war das ein normaler Boss, wie ich ihn bisher gewohnt bin. Macht verdammt viel Schaden, ich selbst tue ihm nicht weh. Cool, Flasche mit Purpurtränen. Was passiert eigentlich, wenn man den Gegner tötet am Anfang? Okay. Wie schließe ich das denn jetzt wieder? Okay, die Taste. Okay. Oh, kein Saatgut voraus. Okay, hier kommt man wahrscheinlich raus. Okay, so. Man kann schleichen, cool. Und man kann rennen. Kann ich das irgendwo umstellen? Ich schaue nochmal nach. Manuelles ziehen, Auto erfassen an. Kameraachse. OD, okay. Gamepad. Okay. Was haben wir hier im Gamepad? Ich werde so häufig springen, das weiß ich ja jetzt schon. Achso, man bekommt ein bisschen was dazu. Ja, passiert auch nichts. Kann es im Übrigen sein, dass ich die Seen jetzt verloren habe? Wahrscheinlich, oder? Ich bin ja gestorben. Sehr gut investiert. Natürlich nur ein Standardangriff, das ist ja langweilig. Wo sind die Waffenkombos? Um einen Angriff abzuwehren, halt die eine Waffe in der linken Hand oder mit beiden Händen. Warte mal, wie war jetzt die Blocktaste? Das war die falsche Taste. Ach so. Wie nehme ich etwas in beide Hände? Mal aus Interesse gefragt. Ja, das ist alles neu. Dankeschön. Okay. Ja. Ich
glaube, das Blocken lerne ich in dem Moment, wenn ich etwas zum Blocken habe. Oh nee. Warte mal, ich muss mich woanders hinsetzen. Wo falle ich denn weniger auf? Ich setze mich so hier. Nee, das machen wir nicht. Hier rüber? Hier drüben. Naja, hier drüben sind auch wieder Sachen. Das ist doch schrecklich. Wie machen wir das denn? Das nenne ich Vorbereitung. So, so und so. Und ich denke mir was Schönes aus. Ja. Der ganz wichtige Counter muss auch noch hierher. Geht das eigentlich als tot? Sind wir gestorben? Oder zähle ich das nicht als tot? Ich zähle das mal nicht als tot. Wir sind ja schließlich nicht gestorben. Sonst wären ja die Seelen nicht da. Da bin ich halt jetzt eben ein schwebendes Gesicht. Oder ein schwebender Arsch mit Ohren, das könnt ihr euch aussuchen. So ein schwebender Arsch mit Ohren finde ich schon cool. Moment, das kann ich mitnehmen. Und noch mehr. Ja, du schießt genauso gut Bogen wie ich. Ja, komm mal hierher. Noch ein Stück, noch ein Stück. Na komm schon. Ah, mit beiden Händen war ich mit Y und einer LB. Und ah, okay. Ich meine, wenn ich schon auf eine Waffe beschränkt bin, macht man wahrscheinlich mehr Schaden. So, schaust du immer nach hinten? Ach so, weil ich mich vielleicht umdrehe beim Wegrennen. Okay. Okay. Ich liebe die Nachrichten jetzt schon. So sterben hier Menschen. Wieso sterben hier Menschen? Also, das ist reines Interesse gefragt.
Waffen haben Talente, also besondere Fähigkeiten. LT. Ich habe hier L2, L1 und L3. Warte mal. LT war das hier. In die Waffe laufen. Okay, LT ist L2. Merken. Okay, ducken für Spezialangriff. Schon wieder falsche Taste gedrückt. Okay, hier ist nur der. Verstehe. Ins Kreuz hauen. Ja, warum das auch immer so beschrieben wurde. Du der Einzige? Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen. Okay, halte aufgeladenen Angriff. Hallo? Als ob das nicht gereicht hat. Okay, man kann auch an einem Fall von Marika wiedergeboren werden. Okay. Verstehe. Und hier kommt jetzt erster Boss. Also erster Boss. Ah, okay, jetzt kann ich auch blocken. Oh. Wie benutze ich das denn? So? Okay, habe ich gelernt. Das war zu spät. Ich sollte nicht blocken, sondern ausweichen. Wow. Und jetzt sterb. Wieso stirbt man denn bei dem? Also so schwer ist er jetzt auch nicht. Noobs. Ja, hier konnte ich durchgucken. Unerwartet das Blutfleck. Ja, finde ich auch. So. Heile Höschen. Ich habe kein Möschen. Ja. Stärke. Okay, jetzt kann ich hier raus. Ich will jedes Mal X zur Interaktion drücken. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Schlechte Angewohnheit oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich schon wieder springen wollte. So. Also, über Nintendo, okay, hier darf ich nicht lang.
Über Nintendo-Benennungen streiten wir uns überhaupt nicht. Die sind alle kacke. Okay, Koop-Mehrspieler will ich nicht. Alter, dass Y interagieren ist, macht mich so fertig. Moment, da waren Wände, die ich hätte rollen können. Mist. Nimmt meine Keule. Die Keule der Wahrheit. Oh, geiler Scheiß. Ich habe echt Bock, alles zu erkunden. Und ich glaube, mit dem Typen sollte ich mich nicht anlegen. Ich habe hier einen Würfel, eine Pyramide, einen Zylinder. Und ein Kreuz auf der Tastatur von meinem Controller. Das ist definitiv alles, nur kein Standard. Hallo, wer bist du denn? Oh, yes. Tarnished, Darwin. Come to the lands between for the Elden Ring. Hm? Of course you have. No shame in it. Das ist leise, oder? Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Kann ich Gespräche lauter machen? Okay, die Zweige des Eldenbaums wollen, dass ich dorthin gehe. Okay. Nein! Vogel, komm her! Ich will dich doch nur ganz sanft berühren. Verdammt, ich bin ein schlechter Vogeljäger. Ich weiß im Übrigen auch, dass dieses Spiel verschiedene Enden hat. Nein, Vogel, haut ab. Oh, ich bin runtergefallen. Schöner Ausblick. Oh, Schritt nach hinten gemacht. Mit einem Pferd ja, ohne Pferd nein. Ohne Pferd passiert wahrscheinlich das. Oh nö, er wurde von irgendwas getötet. Genau das passiert. Zum Glück begehe ich nicht solche Dummheiten. Hier. Das sind wichtige Runen. Also, bei dem einen weiß ich noch, dass man irgend so einem Typen in einem Kerker retten muss oder so. Und dann läutet man am Ende die Ära der Blutbefleckheit oder so ein. Der Verderbnis, sowas. Ich habe noch so das Gefühl, den Ritter dort sollte ich nicht hauen. Der mag das, glaube ich, ganz und gar nicht.
jedes Gebiet könnt ihr Märtyrererlebnisse stoßen. Märtyrerbildnisse. Mhm. Ah, okay, hier kann ich andere Spieler rufen. Lass mich ja in Ruhe, andere Spieler. Die geht mit Menschen arbeiten. Ich und meine Keule, die finde ich so Eule, wenn ich sie nur sehe. Hm. Ich hoffe im Übrigen immer auch, dass die Streaming-Qualität bei euch passt. Das kann ich nicht wirklich nachprüfen. Meine CPU ist zu 0,0% ausgelastet. Das glaube ich irgendwie nicht. Das wirkt irgendwie wie so ein bisschen Verarsche. Oh cool, ich habe eine Karte und eine Karte. Und da steht nichts drauf. Im Zweifelsfall in Ruinen reingehen. Aber du siehst aus, als könnte man sich mit dir unterhalten. Wie kann man Waffen verstärken? Cooler Scheiß. Das ist jetzt doch nicht der Weihnachtsmann. Das ist ganz klar der Nikolaus. You're a tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Mach mal das Spiel in Ticken lauter. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle. And I admit, I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Okay, also mit einem Werkzeugkit kann man sich anscheinend Sachen basteln. Ich muss mal kurz was trinken einschenken. Der Tag heute wird noch lang. Deswegen pumpe ich mich wieder mit weißem Tee voll. So. Open, was hast du im Angebot? Mhm. Okay, Handbücher, Pfeile, eine Rüstung, ein Schild. Okay, also ganz viel Zeug. Das wurde empfohlen mitzunehmen. Dann nehmen wir das mit. Das war doch, glaube ich, so richtig lame, das Teil. Und warten. Und mit dem Rest warten wir einfach mal. Mhm, mhm. Mhm, okay. Ah,
Also, wir können Zeit verstreichen lassen, wir können zaubern. Okay. Wo ist denn Ritter Hans hin? Ja, wir sollen ja immer auch da hoch. Dann gehe ich da hoch. Wir wollen ja hier schönartig der Story hinterherlaufen. Oder? Will ich schönartig der Story hinterherlaufen? Schön ins Kreuz hauen. Ich fühle mich sehr gut. Oh, ich habe ein Schwert gefunden. Upsi. Oh, ein Hopper de Hü ist immer gut. Reiten mag ich. Macht mit dieser Aussage, was ihr wollt. Oh, ein Vogel! Ich mag auch Vögel. Hm. Warte mal, ich habe doch jetzt ein Schwert gefunden. Was macht das Schwert? Okay. Das skaliert auch mit auf Geschicklichkeit. Hat eine bessere Abwehr. Und einen besseren Crit. Wir bleiben bei der Keule. Dann kann ich mir wenigstens schön in Ruhe einkeulen. Wie viele Peniswitze kann ich in einer Minute raushauen? Ich bin super. Oh. Dingsbums gefunden. Oh, Dingsbums gefunden. Ich finde, mein Spielstil ist super. Was bist du denn? Oh, die Teile kann man wirklich kaputt hauen. Das habe ich nicht gewusst. Aber vermutet. Ah, bleib stehen! Bleib stehen! Rennen, Scarapeus. Ah, damit mache ich Tränen wieder voll. Aber gibt es nicht noch welche mit Items? Bin mir ziemlich sicher, es gab auch welche mit Items. Was war das denn? Ich sehe es nicht, es ist zu dunkel. Augenblick, ich muss kurz diesen Schädel zerklopfen. So.
Ach, es war ein wildes Tier. Ich hoffe, die... Ah, nein, mein Bildschirm geht aus. Ich kann nicht pausieren. Moment. Augenblick, wir hocken uns irgendwo hin. Und dann drücke ich mal kurz ein paar Tasten. Nein, das soll nicht hier rüber. Gib eine Pause-Taste. Dann habe ich diese Pause-Taste noch nicht gefunden. Naja. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Wo ist der Moderationsmodus? Augenblick. Oh, selbst in den Einstellungen wird es nicht passiert. Naja, ist egal. Ich stehe sicher. Du kommst hier nicht hoch, du fettes Schwein. Augenblick, ich verliere mich gerade wieder in Einstellungen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Die Handlungen dieses verwirrten Streamers werden in Kürze nicht mehr vom Chat abgelenkt. Ich finde gleich heraus, wie ich mit einer bestimmten Nachricht interagieren kann. Linksklick ist es nicht. Nein, nein, nein. Halt doch mal kurz die Schnauze, du Rattelfritze. Warum ist das denn schon wieder so kompliziert, verdammte Möse? Jetzt sterb einmal. Nehmen wir uns eben ganz oben drauf. Hier gab's doch irgendwo so ein dämliches Menü. Ich habe das gleich herausgefunden. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Nein. Nein. Nein, das ist auch nicht. Das ist es auch nicht. Nein. 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 Verstehen, Stream-Informationen bearbeiten. Nein, das ist auch nicht. Also, es ist so, ich habe hier einmal das Menü von Twitch und halt OBS. Und ich scheiterte gerade daran, eine Nachricht zu löschen, ja?
Und ich weiß wieder nicht, wie das geht. Naja, ist egal. Ich weiß, wie man Leute bannt, das reicht. So, wir spielen einfach weiter, das passt schon. Jetzt wird auch hier nicht rumgehupt. Niemand will mit Hupen spielen. Obwohl, ich kann den, glaube ich, auch einfach so klatschen. Ich bin einfach ein Meisterkrieger. Seht ihr? Ich bin einfach ein Meisterkrieger. Oh, cool, eine Höhle. Könnte ich auch einfach tun. Ja. Weg damit. Big Mac, bann den weg oder so. Das ist eine Höhle. Und ich glaube, hier sollte ich definitiv auch hin, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie ist es ein bisschen dunkel, oder? Also ich sehe kaum was. Oh, hier gibt's Boyfies. Ganz viele Faris. Ein Höllenmoos. Ha! Fucking sind was für Loser. Wahre Männer arbeiten sich hier ohne, nur mit den Geruchs- und Tastsinn durch. So, die Gegner sind ja easy klatsch. Au. Also die haben mich auch easy geklatscht. So ist es nicht. Ich habe mehr mitgenommen. Ja, ich bin aber noch kein lamer Zauberer. Aua. Ich würde sagen, das war unser erster offizieller Tod. Von Todd. Jean Todd, bester Musiker überhaupt. Okay, alle Runen werden fallen gelassen. Immerhin Daumen. Würde ich gerne was sehen. Und wo habe ich jetzt meine Runen fallen gelassen? Da hinten? Also ich schätze mal, das wird das sein, wo ich meine Runen fallen gelassen habe, oder? Oder wie sieht das aus? Ach nee, da. Da. Das war ein Mobbingkreis. Ich habe das ganz genau gesehen. Ich hätte auf meine Runen springen sollen. Außerdem hätte ich den einen auch schon töten können, indem ich einen Sprungangriff hätte machen sollen. Das war die Nummer 2. Mann, bin ich froh.
So, ich sehe alles. Und auch nichts. Ich gehe mal davon aus, meine alten Runen sind weg, weil sowas brauche ich nicht. Das Spiel war mir halt auch einfach viel zu leicht. Hallo, danke. So, warte mal. Springen und dann R2. Springen und R2. Was? Wieso soll ich mich anschleichen? Der kommt auf so eine Idee. Aber ich glaube, wir werden das wieder cleverer spielen. Meine Unsterblichkeitsfantasien sind wenigstens geplatzt. Wenn die Menge springen, ist doch schön. Crowdsurfing oder so. Wuffi, 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 wuffi. Wuffi, 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 wuffi. Wuffi, 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 wuffi. Feiner Hundi. Ich glaube, an Wölfen kann man sich nicht anschleichen, oder? Ah, da sind noch mehr! Ich habe ja auch sowas wie Heilflaschen. Mama Wolf ist sauer. Wieso? Also Single Target Damage ist auch super. Oh, da ist ja noch einer. Aha! Ich bin der Wolfschlechter 3000. Ich nehme meine Keule und verprügele damit Wölfe. Eine mächtige Keule und ich. So, wieso vibriert mein Handy schon wieder auf Dauermodus? Naja. Also ich würde mal sagen, wir haben definitiv kein Minus gemacht in dieser Höhle. Nein, nein. Das wäre ja verrückt zu behaupten. Hier gibt's ja einen Boss. Nee, ich glaube, das macht ihm gar nichts. Solange ich ihm auch mit meiner Keule haue. Okay, der macht zwei Boxboxies. Oh, ich hätte vielleicht... Ich sollte mich vielleicht nicht mit Bossgegnern anlegen, wenn ich aktuell das bin, was ich bin. Okay, der macht zwei Schläge, dann kann ich an ihn ranrollen.
Aber die Rollen sind so geil. Oh, aua. Okay, okay, okay. Noch ein Wedler und... Oh, jetzt hätte ich ranrollen sollen. Wir dann noch einen Wedler und auf die rüber. Und auf die rüber. Wedler und auf die rüber. Und jetzt macht er noch einen und auf die rüber. Edler, auf die rüber. Und auf die rüber. Verdammter Scheiß. Wedler. Und auf die rüber. Und auf die rüber. Wer braucht Vorbereitung? Loser, 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 Loser. Moment, gibt's hier noch was? Stimmt, ich habe ja noch eine Magieflasche. Kann ich auch umändern. Aber ganz ehrlich, wozu braucht man Heilung? Man muss den einfach fehlerlos runterspielen. Und Dark Souls Games sind ja easy, wenn man rollen kann. Das ist ja absolut einfach. Die Kilometer, die man überbrückt. Erstmal kurz Pause machen. Okay, da brauche ich goldene Saat für. Keine Ahnung, was man dafür braucht. So. Ach, guck mal, unser Freund sitzt ja hier wieder.
Hi, Fadi. Ich habe gerade vielleicht oder vielleicht auch nicht ein ganzes Rudel von Wölfen zusammengeschlagen. Ist also perfekt, dass du jetzt kommst. Schon wieder Peniswitze. Sind das Gegner? Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Moment. Ha, hab dich. Oh, eine Schildgröße. Geh einfach sterben, Schildkröte. Das müssen wir ja nicht verraten, dass die Wölfe mich gebissen haben. Ihr seht aus wie Gegner. Seid ihr Gegner? Sie machen irgendwas. Bin mir nicht sicher, was ich... Ja, da kann ich nichts für. Ich habe den leichtesten Start überhaupt gewählt. Und weil er mir viel zu leicht war, habe ich dann gleich noch meinen Startbonus umgewandelt in echte Runen und die dann verloren. Weil es mir zu einfach war als Bettler. Cool. Au. Igitt, so eine scheiß Motte. Man sieht überhaupt nicht, dass ich hier war. Hier einfach wieder. Mist, da war nichts drin. Ist das da oben ein Gegner? Das sieht aus wie etwas, was ich hauen darf. Ich habe voll Angst, in dem Spiel irgendwas umzubringen, was ich nicht umbringen soll. Das macht mich richtig paranoid, dass ich alles umbringen kann. Ein innerer Hamster bekommt davon Schnappatmung. Ich glaube, das ist eine Statue. Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Will ich dahin? Bin ich mir nicht sicher. Aber die Wölfe haben auch geredet. Bäume reden auch. Warte mal, ich gehe jetzt erstmal in der Story hinterher. Ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung. Sowas wie Leveln wäre ja wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich das können tun sollte. Moment, kann ich hier? Kann mein Dingsbums ja verbessern. Dann macht er ein bisschen mehr Bumsbums. Also, die Gnade sagt, auf in Richtung Weltenbaum. Wo ist der dämliche Ritter? Der war doch hier auch. Ich werde dieses Spiel niemals beenden können. Das steht jetzt schon fest. Das ist einfach zu groß. Oh, cool, eine goldene Rune. So. Regnet. Also bestes Timing für eine Schleichattacke. Schleichattacke! Es ist ganz wichtig, dass man bei einer Schleichattacke Schleichattacke ruft. Sonst ist das keine. Offensichtlicher Angriff!
funktioniert auch. Also ich meine, ich glaube, man muss nur so 5-6 Bosse besiegen, um das Spiel durchzuspielen. Aber wenn ja, will ich ja alle Bosse legen. Ich will dir ja den Spaß nicht verderben, aber ich glaube, Fadi hat das schon. Ja, fast. Darf ich einsammeln? Danke. Kann es sein, dass hier Sachen respawnen? Wie gemein ist das denn? Sachen, die ich bereits eingesammelt habe, respawnen einfach. Da werde ich ja niemals fertig. Oh, der hat mich gehauen. Was soll das? Oh, ich hab einen Helm. Wir müssen uns meine Kackfresse nicht mehr antun. Wie geil ist das denn? Das ist hier nicht. Es ist ja schön, dass hier alle Sachen als neu angezeigt werden. Aber das macht mich ja derbe fertig. Warum? Warum wird alles als neu angezeichnet? Kann das sein, dass ich den nicht aufsetzen darf? Hat er irgendwelche Voraussetzungen? Mobilität, Robustheit. Wieso darf ich den nicht nutzen? Ja, so ein alles als gesehen markieren wäre schon ausreichend. Nein, das ist es nicht. Wieso kann ich ihn nicht aufsetzen? Ich habe das Schwert aber doppelt. Also könnte ich jetzt zweihändig spielen. Cool. Wieso nicht? Wieso nicht? Okay, schade. Ja, das wollte ich nicht. Eigentlich können wir ja schon die Schwerter... Ich war im falschen Menü. Also hier ist es auf jeden Fall... Ah! Moment. Wie nehme ich etwas... Wie nehme ich zwei Waffen? Muss sie untereinander? Ah, okay. Und hier kann ich einfach nur außen Waffen reinpacken. Okay, okay. Habe ich hier und hier. Das ist eine Frage. Verwendet der auch mal das andere Schwert? Oder habe ich das einfach nur... Ah, okay. Okay.
Die Steuerung ist ja auch überhaupt nicht wild. Hallo Schnucki. Wir gehen mal ein Stück spazieren, okay? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Aua. Das ist nicht nett. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt habe ich schon zwei Schwerter in der Hand. Das kann ja nur besser werden. Erst eine Keule und jetzt ein Schwert. Aber ich fand die Keule tatsächlich besser. Das finde ich echt ein... Nee, wir nehmen ja die Keule. Einfach ablegen. Da. So. Stimmt, jetzt fehlt nur noch die Lanze. Hoffentlich kann ich die auch bei ein paar Gegnern in den Arsch schieben. Ich meine, einen kritischen Treffer landen. Warte mal, hier am Tor habe ich doch bekommt man doch, glaube ich, das Hopper de Hue. Ich muss so ein bisschen immer mit einem Auge auf die Uhr schauen. Weil ich heute noch ein bisschen zeitlich eingeplant bin. Ich glaube, das Spiel will, dass ich dorthin gehe. Oh, da ist ein Typ, den ich hauen darf. Nucki Putzi! Auf den Arsch slappen. So ein guter Junge. Okay, wir gehen kurz zu dieser Gnade. Bevor ich noch mehr Gegner umbringe, die wieder respawnen. Schade, doch, man hört es. Man hört das Klimpern. Lieber das Halsband. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Moment. Ich kann mich weigern und weiter entjungfert bleiben? Und wie wird man entjungfert? Also indem ich jetzt hier annehmen drücke, ja, aber... Then it's settled. Wir lassen uns mal helfen. By grace, to turn runes into strength. Ah, another matter.
I bequeath to you this ring. Cool, jetzt haben wir ein Hobbit-Hü. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Cool. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Also ich würde einfach jetzt mal so pauschal sagen, Leben wäre ja schon nicht schlecht, oder? Und alles andere können wir später machen. Einfach damit ich nicht sofort umkippe. Klingt nach einem soliden Plan. Bei Lies of Peace sind wir, glaube ich, 158 Mal gestorben. Also, Geppettos Puppe hat uns ein paar Mal umgebracht. Cool, wir haben reiten. Okay, Moment, wie? Ich hätte mir vielleicht durchlesen sollen, wie ich reite. Ja. Übers Reiten. Wirklich. Untersuchen mit X. Warte mal. Sie können das schon nach dem Tod erneut herbeirufen, das braucht ihre Flasche mit Kubo dahin. Oh, so das könnt ihr entweder. Okay, ich muss die Pfeife verwenden. Und ich muss die Pfeife irgendwo hierhin platzieren. Okay. So. Dann, nee. Ah, okay, ich kann hier durchschalten. Aber ich werde hier einfach meine Skills ein bisschen weiter trainieren, indem ich hier ein paar Gegner klatsche. Oh, wir haben einen Kompass. Hatten wir schon die ganze Zeit einen Kompass? Nur so aus Interesse. Also jetzt ehrlich, hatten wir schon die ganze Zeit einen Kompass und ich habe den erfolgreich ignoriert? Oder... Oh, Junge, dieser Geist hat mich erschreckt. In den Arsch! Tut. Dass diese Keule auch so kurz ist, das macht mich ein bisschen empfindlich. Geile Rune. Ich habe im Übrigen noch nicht herausgefunden, wo ich eine Karte herbekomme. Ich glaube dort. Also nur weil ich so ein bisschen was von dem Spiel gesehen habe, erwartet bitte nicht, dass ich wirklich weiß, wie ich das Spiel spiele. Ja, Karte von Lindgrave. Oh. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht.
Und in deinen Hornputen darfst du auch nicht. Du siehst mich nicht, okay? Deine hypnotische Stimme ist einfach wunderbar. Du siehst mich nicht! Er hat mich nicht gesehen. Zumindest kann das niemand mehr erzählen. Anschleichen, schleich, schleich. Heimlichkeitsattacke! Ding dong. Oh! Vielen Dank für... Warte, was? 1500 Bits. Thank you. For traveling. Aua, der hat gar nicht schlagen können. Das ist Mobbing. Oh, ich glaube, das ist irgend so ein Bossgegner, oder? Oder so Bossiger. Hä? Hä? Erwischst du mich? Erwischst du mich? Nein, tust du nicht. Ausdauermanagement. Ich hab so viel Ausdauer. Das ist ein etwas stärkerer Gegner als normal, ja? Lass mich in dieser Fantasie. Der ist schwieriger als der Boss, den wir gelegt haben. Dich. Lusche. Jetzt ist er gleich wieder da. Augenblick. Ja, da vorne steht er wieder. Ich fand, das ist eine super... Das ist mal super, was ich getan habe. Natürlich ist das Teabaggen richtig wichtig. Das habe ich auch bei dem Boss gemacht, den ich First Try geklatscht habe. Mein Geheimnisradar schlägt hier aus. Hier ist irgendwas. Es geht hier die ganze Zeit so wiu, wiu, wiu in meinem Kopf. Wie so eine Feuerwehrsirene. Arschklatscher! Moment, ich habe ich beinahe nicht gesehen. Arschklatscher! In den Teilen sind Sachen versteckt. Hornflegel! Ich habe eine Beschreibung für mich gefunden. Händlerkalle. Moment, da war noch was versteckt. So, das Ding ist bei uns, was hierher zeigt. Und das ganze Gebiet habe ich noch nicht gesehen. Oh, ich bin zu schwach. Nee, ich bin zu ungeschickt. Schade. Aber wir haben die Waffe zumindest schon mal. Und da wir unendlich viel Platz im Inventar haben, wird das alles mitgenommen. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Ich suche mir hier noch einen Eingang zu dir. Oh,
da hat jemand einen Wachhundi dabei. Der Wachwolf hat nichts mitbekommen. Das ist ein guter Junge. Ich bin nicht hier. Seht ihr? Ich war nicht hier. Ist ja noch was. Außer diese andere Truhe, die ich gerade gesehen habe. Da ist ein Eingang. Mr. Aufmerksam ist hier. Heißer Scheiß, muss ich sagen. Okay, du stehst wieder. Okay, hier geht's in den Untergrund. Wie viel wetten wir, dass da irgendwas ist, was mich umbringt? Ist das jetzt eine Falle oder nicht? Ja, nein, ja, nein, ja, nein? Ich tippe auf ja. Oh. Keine Falle. Ich war umsonst misstrauisch. Hinzufügen von Affinitäten. Okay. Ganz viel Zeug. Werde ich sicherlich noch herausfinden, wie das funktioniert. Ich glaube, bevor ich hier irgendeine große Erkundungstour sollte ich vielleicht oder vielleicht auch nicht erstmal so weit zur Story. Soweit die Story vorantreiben, damit ich alle Sachen sozusagen freigeschaltet habe. Ding dong. Aua. Ich mag Gegner mit Schild. Wieso hält er eigentlich so viel aus? Und wieso stelle ich mich so dumm an? Boah, gib mir niemals einen Gegner mit Schild als Boss. Ganz easy diesmal. Warte mal, da oben war doch auch noch so ein Wagen mit Dingsbums-Zeugs. Und die Gegner respawnen ja auch nur, wenn ich mich an so einen Dingsbums setze. Der Typ mit der Tröte.
schön auf den Arsch hauen. Und finishen. Wieder aus Versehen gesprungen, aus Freude. So, da ist auch noch irgendwas drin. Ein Großschwert. Cool. Cool. Kann ich auch nicht tragen, so wirklich, weil ich zu schwach bin. Aber Großschwerter sind ja schon geil. Moment. Konnte ich die nicht auch führen, wenn ich die zweihändig halte? War das nicht sowas, dass da der Malus beziehungsweise, dass da irgendwas verdoppelt wird? Oder war das nur in Dark Souls? Ja, ungeschickter Lauch. Bin zu schwach und zu ungeschickt. Aber schaut euch den Hübschen doch mal an. Und die Waffe hat endlich Range. Schwerer Angriff, leichter Angriff. Und blocken. Kommt immer ein bisschen was auf Stärke? Das reicht halt nicht. Oder doch? Ich glaube, das reicht. Weil jetzt bin ich auf 81, jetzt bin ich auf 154. Ich glaube, das reicht. Ja. Es reicht. Weil ich sie zweihändig führe. Will ich hier lang? Also ich soll hier lang. Das Sturmtor. Ja, der schaut nur ganz lieb. Aua! Oh, die sind echt gute Bogenschützen, die Jungs. Okay, einmal wischen, schlagen, schön auf die Hände, einmal wischen, und schlagen, nein, nicht schlagen, okay. Ah, ich hab dir das Gesicht geschlagen. Jetzt ist er schlecht gelaunt. Ein paar Stompies. Und einmal schlagen und nochmal schlagen und nochmal schlagen. Und nochmal schlagen. Auf die Füße kommt es an. Aua.
Okay. Das war's. Ja, respawnt er eigentlich, wenn ich mich jetzt an die Gnade setze? Ich habe so das Gefühl, ja, dass er das tut. Obwohl. Ich glaube eher nicht. Kackbogenschützen. Ihr trefft mich nicht. Ich bin das Kaninchen aus Rotterdam. Augenblick, ich muss hier durchspringen. Wo kommst du denn her, Otto? Aua, aua. Schnelle Waffen sind gemein gegen mein Langschwert. Großschwert. Das ist unfair, ja? Messingschild, cool. Jetzt hör doch mal auf mit deinem Scheißbogen, du triffst eh nicht, du Lappen. Du bist ungefähr genauso gut im Schießen wie ich in Kingdom Come Deliverance. Entschuldigung, ich habe dein Feuer kaputt gehauen. Oh, cool. Wenn ich Gegnertrupps vernichte, füllen sich meine Flaschen. Ich habe gerade den Tooltip vorgelesen. Und je stärker die Gegnertruppe, desto besser. Okay. Weil das Spiel denkt, oh, viele Gegner, das ist gemein. Das lassen wir lieber sein. Und füllen deine Flaschi-Lines. Ich glaube, das ist eigentlich gewollt, dass man hier durchreitet, oder? Ich will das zumindest einmal zu Fuß durchlaufen. 1, 2, 3. Das sind ein paar mehr als 3. Schnelle Gegner, igitt. Na komm. Ja. Okay. Das habe ich ganz elegant gelöst. Ich fühle mich superior. Ich habe gleich schon wieder so das Gefühl, dass ich aber wieder zu OP bin, weil ich alles umbringe. Dass es nicht bei 3 auf dem Baum ist. Oh, ist hier ein Samen? Eine goldene Saat, geil. Damit konnte man irgendwas verbessern. So, und hier am Ende des Ganges sollte eine Gnade sein. Ich glaube, ich sehe sie schon. Oh, Wolfies. Oh, tote Wolfies. Was, die sollen jetzt eine Herausforderung gewesen sein?
Ich meine, stimmungstechnisch ist schon echt geil, das Spiel. Und bisher ist es noch nicht auf der Ebene von gruselig, die Lies of P hatte, in gewissen Gebieten. Die dann dafür gesorgt haben, dass ich vielleicht oder vielleicht auch nicht so viel Angst zum Spielen hatte. Erstmal wieder alles antatschen. Wie komme ich da hoch? Ach so. Ups und ups und ups. Und Steinschwertschlüssel. Und eine Tante, mit der man reden darf. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken. Even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Oh, seitlich sitzen, cool. Horrorstrieben, ich weiß nicht. Nach Elden Ring vielleicht. Abgewendet. Die nächsten 30, die nächsten 300 Stunden erstmal nicht. Ja, vielleicht irgendwann. Wenn ich mich mal auch damit auseinandergesetzt habe, was man alles so mit Cheers und so weiter als witzigen Effekt machen kann. Was zum Zerhauen. So, wir haben jetzt die Gnade. Da setze ich mich jetzt allerdings... Ups. Noch nicht hin. Will erst da oben drauf noch gucken, was da los ist. Also ich meine hier drauf. Also auf dem Plateau. Das Spiel will ja eindeutig, dass wir hier in die Burg reingehen. Aber erst wird hier gründlich alles abgegrast. Das wollte ich ja eigentlich nicht machen. Schöne Ziegenherde. Oh, guck mal, ein Wolf. Ich komme in Frieden, Hund. Du kamst aber nicht in Frieden. Deshalb musste ich dich schlagen. Und das ist wahrscheinlich wieder so ein Boss. Stimmt, so ein Tigel. Tigel, Tagel, Tugel. Marika-Statue, also spawnt man hier wieder. Die Frage ist, soll ich den Boss, Boss versuchen? Man sollte oder man könnte. In der Burg müsste, glaube ich, dann da hier so ein Typ da kommen. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also die Namen hier sind alle schrecklich. Und das nur, weil sie mit bestimmten Buchstaben anfangen mussten. Oh, da ist noch ein Hund. Ja, auch. Ich komme in Frieden. Und bringe ihn euch.
Die hatten irgendwie nicht so Lust, meinen Frieden anzunehmen. So, warte mal, da unten sind wir rumgerannt. Nicht ohne... Ja, so den Osten kann man erkunden. Ich musste gerade nicht Norden, Osten, Süden, Westen schauen. Verdammt. Ich nehme hier wieder alles mit, was ich finde, wie sich's gehört. Irgendwo gibt es ja auch so einen Drachen, den man vermöbeln kann. Dafür sollte man auch am besten Blutbrock oder sowas mitnehmen. Der gibt ganz viele Runen. Ja. Hat diese Ziege gerade mich angegriffen oder rollt die einfach nur so weg? Also theoretisch kann ich jeden Boss einmal antesten. Und natürlich First Shrine, wie sie es gehört. Wieso spawnen da hinten schon wieder Wölfe? Was soll das? Ich habe jetzt schon eine Heilflask verbraucht. Sollte ich dann den... Sollte ich dann schon den Boss probieren? Ach, warum nicht? Die Gefängnis! Hola! Hurra! Hallo? Oh, ein Schmelz... Ah, okay, das ist der da. Den habe ich vielleicht oder vielleicht auch nicht schon mal gesehen. Ich glaube, der macht einen Ticken zu viel Schaden. Merken wir ihn uns fürs nächste Mal. Obwohl, ich muss jetzt hier nochmal spawnen, damit ich meine Runen wieder habe. Oh, ich habe wieder fast so viele Runen, wie ich am Anfang verschwendet habe. 39. Geiler Scheiß. Eine Gnade war dort. Warte mal, ich kann mich doch auch so zu einer Gnade teleportieren. Ja, das ist nicht ganz so gut gelaufen. So, setzen wir uns kurz an die Gnade. Dann kann ich hier eine Nummer 4. Ich wollte eigentlich den Todestimer den wollte ich eigentlich ach Junge, Jan, den wollte ich über Stream Elements machen, damit ich den auf mein Handy erhöhen kann und nicht jedes Mal raustappen muss. Oh, mit Melenia sprechen. Melina? This tiny golden aura is the grace of the Erd Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring.
Ich liebe weißen Tee. Was ich aber noch viel lieber trinken würde, wäre Monster. Wann kommt die Monster-Korb? Bob. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Ja. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Hey, man muss, also Angst davor zu haben, den Kopf zu verlieren, das ist schon, gut und wichtig und richtig so. Das stelle ich mir schon echt, anstrengend vor, wenn ich den Kopf verlieren würde. Vergesst ja jetzt schon alles. Stellt euch mal vor, ich könnte meinen Kopf vergessen. Dann läge dann einfach irgendwo rum. Ja, mit den Runen. Ich hätte leveln können. Aber in was? Oh, da ist wieder so ein fetter Oschi. Im Zweifelsfall immer mehr HP nehmen. Ups. Im Übrigen, jedes Mal, wenn ich springe, drücke ich aus Versehen auf X. Ja, nicht meinen Kopf klauen, den brauche ich noch. Obwohl es schon so einen Vorteil hätte, wenn man den Kopf abnehmen könnte. Oh, hallo, Großer. Einmal Patsche machen. Oh, einmal springi, springi, guter Junge. Ich glaube nicht, dass das irgendein nordischer Gott sein soll. Oder ein Riese. Entschuldigung. Es ist sehr lange her, dass ich mich mit der nordischen Mythologie beschäftigt habe. Auf den Arsch! Ach so. Also ich meinte das eher in einem ganz anderen Kontext. Ich könnte damit meinem Mund Sachen erreichen. Alter, hör doch mal auf, hier die ganze Zeit im Kreis zu rennen. Der hat mich gehauen. Mama. Also, mein Schaden ist jetzt nicht schlecht. Meine Defensive ist ausbaubar. Würde ich mal so nennen. Oh, warte mal, wir können ja auch reiten. Hallo, hoppe de hü. So, fix die Runen aufsammeln. Wie steige ich denn jetzt wieder ab? Ja, wenn ich Gegner anspringe, das... Ja... Ich verstehe, was du meinst. Also wenn ich das auch mal hinbekomme. So wie er das hier gerade macht.
ins Gesicht geschlagen. Oh, warte mal, und jetzt? Ins Gesicht. Oh, oh, aua. Da war ein Baum hinter mir, Entschuldigung. Okay, zwei Schläge ist das Maximum, was ich schaffe. Verdammt, ich wollte sein Gesicht schlagen. Passt. Beweg dich doch mal nicht so viel. Ich bewege mich viel weniger als du. Siehst du, was dir dein Rumrennen gebracht hat? Nichts. Selber schuld. Oh, Stärkeknoten Kristalltränen. Was auch immer die mir bringen. Ich hab so das Gefühl, da kann man mit dem Pferd nicht runterspringen. Obwohl das eigentlich schon so ausschaut. Man muss nur ein bisschen intelligenter sein. Steuerung ist super. Mir geht's gut. Wo bin ich denn hier jetzt? In einem Wald. Sehr schön. In Wäldern gibt's aber auch Bären, oder? Gibt's hier Bären, die mich fressen wollen? Ich renne irgendwo im Nirgendwo. Wie sie es gehört. Ich höre Wölfe. Ich höre Wölfe und fange an zu rennen. Ich drehe um und packe mein Schwert aus. Weiter Duell. Aua! Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe mal irgendwann einen interessanten Fakt gehört. Achso. Ja, der Doppelsprung wird ja mit einberechnet. Also der resettet den Spaß ja nicht. Von der Höhe her. Oh, hab ich. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn so ein nackter Mann auf einem reitet? Das würde mich schon interessieren. Moment. Also, ich weiß tatsächlich, wie sich das anfühlt. Aber das meinte ich eigentlich nicht.
Wieso ist mein Pferd deaktiviert? Ich will hier nicht sein. Muss das denn sein? Ich renne einfach weg. Nee, du, ich renne. Kann man eigentlich wegrennen? Ha! Man kann wegrennen. Das Leben ist mit dem Feigen. Okay, ich glaube aber hier an diesem Kolosseum wird man immer invaded. Dann vermeiden wir das einfach mal kurz. Ich glaube, man bekommt dort aber auch eine recht geile Waffe, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist aber urzeitliches Wissen. Das ist noch aus den Tagen, als ich das erst als Elden Ring neu rauskam. Verrat mir doch nicht, dass ich in der Nähe einer Gnade bin. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich nicht 20 Kilometer lang um eine rumrennen darf? Oh, ein Ritter! Immer auf den Arsch der Pferde hauen. Das ist ein Speerkämpfer. Warum kämpft ein Speerkämpfer gegen einen gegnerischen Ritter auf Pferd? Er kann sich einfach auf den Boden setzen, sein Schild aufstellen und eine Phalanx oder sowas hinstellen. Dämlicher Ritter Kunibert. Ja, okay, das könnte ein bisschen dauern, wenn ich die Runen hier wieder einsammeln muss. Da fand ich Lies of P echt geil, weil man konnte in der Theorie etwas mitnehmen, mit der man sozusagen seine Runen verwahren, also den Runenverlust vermeiden konnte. Was zum Fick? Der Schmetterling. Frage ist, ist dort die Gnade? Ich glaube nicht. Bert, mach doch mal langsam, ich will das aufsammeln. Dankeschön. Oh. Es ist um 6. Das heißt, wenn ich die nächste Gnade gefunden habe, die hier vielleicht irgendwo ist oder auch nicht. Na, dort. Machen wir eine Streampause. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Machen wir eine Streampause.